So, und wie man jetzt ein Hinterrad rausbaut, zum Beispiel das Roloff E14, das zeige ich noch kurz. Also nicht die ganze Prozedur mit dem Reifen und so weiter, das habe ich ja schon vorhin gesehen. Da ist so ein Steckerle, hier das da, und zwar mit zwei Pfeile drauf, die dann offensichtlich zusammenstoßen müssen. Ich ziehe jetzt mal den Stecker auseinander. Der ist fest und wasserdicht. Aha. So, das war das Erste. Dann öffne ich hier den Exzenterhebel, mache das Ganze etwas los. Aha, und schon geht's raus. Die Kette kommt weg. Da. Schuppdiwupp und schon ist es hinein. So, also ich habe jetzt in der Zwischenzeit, während wir hier uns da intensiv unterhalten haben, der Herr Weinbrand und ich, habe ich jetzt den Reifen Schlauch gewechselt. Ich habe mir das gedacht, also er hat gerade eben gemeint, das ist doch, sagen wir mal, fast unglaublich, dass er früh um 4 Uhr in sein Wohnmobil steigt und nach 8 Stunden kommt er in eine Gegend von Deutschland, wo die Menschen anders sprechen. Dann habe ich gesagt, wo ist denn das? Und dann hat er auf einmal hat er auch anders gesprochen. Und jetzt habe ich mir gedacht, sie tun das jetzt übersetzen, gell, was ich sage, damit ihr Landsleute oben das eventuell auch verstehen. Okay. Also ich nehme jetzt das Hinterrad und baue es wieder ein. Also ich nehme jetzt das Achterrad und baue dann wieder in. Gut, so, jetzt, Moment, jetzt lege ich die Kette aufs Ritzel. Dann lege ich die Kette auf die Ritzel. Ja. Und dann gucke ich, dass vorne die Kette auch noch auf dem großen Ketteblatt ist. Und dann kriege ich, ob die Kette auch vorne noch auf dem großen Kettenblatt ist. So, und jetzt gucke ich, dass die Bremsscheibe zwischen die zwei Bremsklötzen eingeführt wird. Dann muss ich aufpassen mit Inbund, dass die Bremsschief genau zwischen die beiden Bremsklötze drin passt. Das hätte ich nicht gedacht, dass er das übersetzen kann, weil ich bin davor ausgegangen, sowas kennt ihr da oben gar nicht. Doch, solche Bremsklötze gibt es bei uns auch. So, zack, guck, jetzt ist es drin. Da tun wir noch ein wenig drehen, jawohl. So, und siehe da, Und kick mal da. Die Kette hat wieder die gleiche Spannung wie vorhin, weil das ein senkrechtes Ausfallende ist. Und kick mal dort, die Kette hat wieder die gleiche Spannung wie vorher und den Rest habe ich vergessen. Ist ja wurscht, aber ich hätte nie gedacht, also es tut mir ja leid für die Landsleute von Ihnen, die mich nicht verstehen. Die haben mich ja noch nie verstanden dann. Ich verstehe sie ja kaum. Ne? Gut, also, die Übung machst, also man nach dem dritten Film. Ach so, das kommt von den Filmen. Vielleicht sollten wir doch mal Untertitel mit einblenden. Hä? Untertitel. Untertitel. In Franken sagt man Untertitel. So, also jetzt tue ich die Steckachse wieder festziehen. Jetzt trage ich die Steckachse wieder fast. Und du mit dem Exzenterhebel das fixieren. Und mock das mit dem Exzenterhebel fast. Ja, passt. Das hat er richtig gesagt, denke ich. So, und jetzt habe ich es falsch gemacht. Und jetzt zeig, was falsch gemacht. So, also, nochmal auf. Ich habe nämlich nicht geklotzt. Was heißt das? Glotze ist ein Vulgärausdruck, glaube ich. Oder wie sagt man da? So. So. Da musst du nämlich hier, wie sagt man da dazu? Ich weiß es nicht. Das so ein Ding, ne? Das Ding musst du damit einführen. Mhm. Da. Das ist so ein Verdrehschutz, ja. Ein Ding. Habt ihr auch, ne? Dinger? Dinger haben wir auch, ja. Gut. So, dann gucke ich mal, dass das da wieder fest wird. Richtige Position. So, haha. Jetzt geht's. Jetzt ist gut. So, und jetzt kommt der Steckerle wieder zusammen.
Sag einmal Steckerle. 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 Gut. Prima. Das war's. So einfach geht es.